Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir starten heute mal wieder am Niederrhein mit dem RE10. Den habe ich jetzt schon in mehreren Videos erwähnt gehabt, dazu werde ich jetzt nicht mehr allzu viel sagen. Aber jetzt kurz zum Plan des Tages. Es geht in Richtung Köln und ich bin etwa eine Minute vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof angekommen, habe ihn gerade so noch erwischt, also richtig Glück gehabt. Ja, hier geht es jetzt schon über den Rhein und wer noch die Videos so vor ein paar Wochen in Erinnerung hat, dann sieht man hier, wie viel mehr Wasser im Rhein ist. Dann ging es für mich weiter mit dem RE6. Unser Zug wird aufgrund außerplanmäßigen Bauarbeiten umgeleitet und hält nicht in Neuss Hauptbahnhof, nicht in Dormagen, auch nicht in Köln Hauptbahnhof. Zusatzhalt ist Köln Messe Deutz. Nach Köln Messe Deutz werden wir auf Flughafen Köln-Bonn fahren. Und der RE6, auch den habe ich nur wegen einer Verspätung, die der RE6 hatte, überhaupt erreicht. Und jetzt hatte der eben noch die eben durchgesagte Routenänderung. Das heißt, er fährt nicht über Neuss-Dormagen und den Kölner Hauptbahnhof, sondern zwischen Düsseldorf und Köln-Messe-Deutz ohne Halt. Das heißt, er ist zwar viel zu spät losgefahren, weshalb ich ihn überhaupt noch erreicht habe, auch nur um wenige Minuten. Wird jetzt aber, dadurch, dass er den viel kürzeren direkten Weg nimmt, diese ganze Verspätung wieder einholen und dann pünktlich in Köln ankommen. Und das heißt, ich habe wahrscheinlich die überhaupt schnellstmögliche Variante zwischen dem Niederrhein und Köln erwischt, die überhaupt möglich ist. Also ich glaube, schneller ist es mit dem Zug nicht machbar. Ja, die Ausstattung vom RE6 ist ganz normale Doppelstockzüge. In einem Bereich, im hinteren Bereich hatten sie Tische, im vorderen nicht. Steckdosen gab es sowieso nicht, Sonnenblende, ganz normal. Ja, dann waren wir schon in Köln, Messe Deutz. Und normalerweise kommen die Regionalzüge eigentlich immer oben an, weil die dann zum Kölner Hauptbahnhof fahren. Diesmal hier die Besonderheit. Durch die Umleitung kommen wir auf dem tiefen Teil des Bahnhofs Köln, Messe Deutz an. Dort haben wir dann etwas längeren Aufenthalt. Wir sind auch eigentlich zu früh schon, deshalb der längere Aufenthalt. Und dann geht es weiter in Richtung Köln-Bonn-Flughafen. Ja, hier schauen wir noch mal kurz in den Wagen rein. Das ist der Teil ohne Tische. Und dann geht es hier noch ein Stück durch Köln durch. Dann mussten wir noch mal kurz anhalten, um eine S-Bahn vorbeizulassen. Und dann ging es nonstop zum Flughafen. Hier sieht man jetzt auch, warum es sich auch mal lohnt, mit der Bahn zu fahren, gerade in NRW, auch wenn die Bahn selber sehr voll ist, auch die Autobahnen sind hier immer sehr voll. Mit dem ersten Tunnel weiß man schon, jetzt kommt gleich der Flughafen, dann geht es in den zweiten Tunnel rein und dieser Tunnel ist sehr lang und macht eine weite Kurve. Über diese Kurve erreicht man dann den Bahnhof des Köln-Bonner Flughafens, auch der ist quasi unterirdisch, hat aber nach oben hin ein Glasdach und deswegen Tageslicht. Dort endet dieser Zug, der RE6 dann auch. Wir waren vorzeitig dort, obwohl wir mit, glaube ich, 20 Minuten Flughafen. Verspätung gestartet sind. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn in Richtung Troisdorf. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Hier hatte man dann jetzt auch ein etwas merkwürdiges Erlebnis dann noch, denn nachdem ich schon aus meinem Zug ausgestiegen bin, gemütlich ausgestiegen bin, kam die Durchsage, dass mein Zug etwa 5 Minuten verspätet ankommen soll. Interessant. Das war's auch schon. Hier seht ihr, von wem die Musik ist, wann das nächste Video kommt. Ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link sehr freuen und sage dann bis zum nächsten Mal.